Scheiße gespielt, die Düsseldorfer. Schade, gute Spiel, klasse, die Düsseldorfer. Gute Borny, der sich da durchsetzt. Klasse gespielt, Lukas Muth, Jan Becker. Und da ist das erste Ding! Da ist das erste Ding für die Düsseldorfer! Düsseldorf hier mit viel Ballbesitz. Gorni, der sich da durchsetzt. Klasse gespielt, Lukas Muth, Jan Becker. Und da ist das erste Ding! Da ist das erste Ding für die Düsseldorfer! Super gespielt, Jan Becker, gnadenlos unten links reingeschweißt das Ding. Unfassbar. Düsseldorf von der ersten Sekunde da. Und da ist die erste. Und das Ding geht gegen den Pfosten. Weißner spielt mit. Klasse gelöst, die Düsseldorfer. Super Anspiel auf Brock. Der sucht den Schuss. Und da ist das zweite Ding für die Düsseldorfer. Niklas Schickenberg nimmt sich den Ball. Gut durchgesetzt, Jan Becker, klar, geiler Ball. Und da ist das nächste Ding für die Düsseldorfer. Lukas Mertgens. Überragend gespielt von den Düsseldorfern, das 3:0. Genialer Pass da von Jan Becker, Geniestreich. Gleich mal. Düsseldorfer machen das jetzt lässig, gut dabei von Ben Marquardsen, Lukas Mertgens. Starke Parade vom Gladbacher Torhüter. Gut abgefangen von Franco. Spielt das 1 gegen 1. Das ist süß. Das ist süß. Wieder Weißner. Marquardsen ist da. Hat den Ball. Jetzt sind hier noch 5 Sekunden. Und das ist ganz, ganz schlecht. Und das ist schlecht. Völlig ohne Not. Völlig ohne Not, da ist aber auch die Mannschaft gefragt. Das ist ein ganz, ganz bitterer. Das ist ein 7 Meter. Gioli nicht dafür bekannt, dass er besonders ruhig spielt. Brock. Boah. Und da ist die Ecke. Da ist die Ecke. Luis Brock holt sich den Fuß im Kreis. Sehr gut. Ich habe mir am Donnerstag das Training angeguckt. Der Jungs, die haben richtig Feuer in den Ecken gehabt. Mal gucken, was passiert. Nochmal Wiederholungsecke, sehr schlecht abgelegt von Gioli auf Busch. Müssen sich was einfallen lassen. Und da ist Gioli! Da ist Gioli! Aus der Situation!
Daniele Cioli macht hier seine drei Fehlpässe wieder gut. Weißer pariert. Das ist stark. Und da ist das nächste Ding. Der Ball darf gar nicht durchkommen, aber Joni Weißner pariert den ersten, den zweiten. Ganz, ganz billiger Ball. Ganz, ganz schlechter. Gut gespielt. Lukas Wertke in Position. Wieder auf. Platz. Blindside Press. Marc Watson löst das sehr gut. Klasse, Ball auf Tom Gorni. Und da ist das nächste Ding. Und das ist einfach Weltklasse, wie die Jungs das hier ausspielen. Entscheiden gegen den Fünferwürfel, das Passtempo hochzuhalten, das hier irgendwann nicht, und das ist viel zu lasch. Eieieiei, Paul Tenkov. Aufpassen. Geiler Ball von Max Bergs auf Fußball und da ist der Fuß. Ecke. Tassilo Busch auf Schuss, den wird er sich nicht nehmen lassen. Zieht den Klasse, Lukas Muth mit dem Ballgewinn. Der macht richtig Power. Klar, auch feiner Zock, super! Und da ist die Ecke! Da ist die Ecke! Klasse, Männer! Das ist bärenstark hier von den Jungs. Unfassbar! In Unterzahl Lukas Muth mit einem Powerzock. Und das ist stark, Marc Watson! Das ist stark! Verliert dann leider den Ball. Weißner spielt mit! Weiß! Super! Busch kommt da mit der Schlägerspitze dran, holt sich den Ball, super gespielt. Das ist stark, Tassilo Busch. Und das ist ein 7 Meter, klasse Busch! Tassilo Busch holt den 7 Meter raus, schießt selber, sehr sicherer Schütze. Und da macht das Ding! Da ist er! Da ist er! Souverän, souverän geschossen, Tassilo Busch knallhart über den Kopf vom Torhüter. Düsseldorf baut die Führung weiter aus, 4 Tore Vorsprung jetzt. Cioli passt auf, verliert den Ball. Und das ist die nächste Karte. Joni, lass sie mal außen. Nein! Klasse. Das ist klasse, das ist noch besser auf Jan Becker hier. Gut verteidigt von... Klasse, Jonas Weißner. Dass sie jetzt nicht direkt das nächste kriegen. Weißner passt wieder auf.
Das ist stark, Lukas Mertkitz. Guter Auftakt, Jan Becker, der geht. Und da ist das der Junge! Da ist er! Und das macht der Jan Becker einfach Weltklasse. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Eieieiei. Ansatzlos nagelt der das Ding da ins kurze Eck. Super angespielt, Tassilo Busch. Und der hat eine Peitsche. Wie angesagt. Und das ist nur eine Ecke. Und das ist die gleiche Karte. Und Göntgen ist da wieder. Und jetzt ist er da. Er macht Tempo. Becker ist mit dabei. Becker ist mit dabei. Und das ist ein super Schuss. Gorni passt auf, Gorni macht schnell. Das ist. Aber Kontrollen, das. Eieieiei. Den Pfiff von Ben Göntgen hat gerade wirklich keiner verstanden. Das ist stark. Was macht denn der Trainer da auf dem Platz? Und jetzt ist genau das eingetreten, was nicht eintreten sollte. Gladbach. Hey, da ist die Ecke! Jawohl, Junge! Jawohl! Richtig! Genau richtig! Und hier ist direkt die Chance für die Düsseldorfer. Jan Becker mit dem 9. Tor heute. Ja, ein paar Worte von mir zum Spiel. Super glücklich, hier einen richtigen geilen Zweitliga-Krimi gewonnen zu haben. Zum Spielverlauf selber. Wir gehen super in das Spiel rein, starten mit 3:0, haben auch alles im Griff, verteidigen gut im ersten Viertel, halten den Abstand im Prinzip auch über das gesamte Spiel hinaus, ermöglichen dem Gegner eigentlich immer nur die Tore, weil wir krasse individuelle Fehler machen. Ich fand unser Offensivspiel heute richtig gut. Wir haben richtig gute Lösungen gefunden gegen den tiefstehenden Block,
Vor allem unsere Diagonalbälle haben immer wieder funktioniert. Ich denke, dass wir am Ende als verdienter Sieger vom Platz gehen, wenngleich Gladbach natürlich noch mal im letzten Viertel alles reingeworfen hat. Und ein bisschen sinnbildlich war heute, dass witzigerweise die etwas älteren Spieler die kapitalen Böcke hinten geschossen haben. Da sieht man mal, wie viel Verantwortung die sich aufs Kreuz lagen. Und, aber ich finde, die Mannschaft hat hier eine tolle Leistung. Das war ein tolles Spiel. Und jetzt haben wir uns ein Endspiel verdient. Nächste Woche gegen Schwarz-Weiß Köln vor eigener Kulisse. Und ich glaube, da geht die Post ab, mal egal wie das ausgeht. Und Freude ist jetzt erstmal riesengroß. Und nächste Woche vor ausverkauftem Haus dann im DSD. Was willst du mehr? Ne? Also, schönen Sonntag an alle. Tschüss.